So, mal schauen, wen wir heute alles in die Gruppe kriegen, ob meine Konstruktion heute standhält. Ich habe ja hier so viel Gruppen mittlerweile. Und jetzt habe ich auch noch mein Handy kaputt gemacht. Es ist mir nämlich schön auf den Boden geknallt. Nein, es waren nicht die Kinder, das war ich ganz alleine selber. So, müsste ich eigentlich alle Gruppen drin haben. Ist das richtig? Hier noch. Das sieht gut aus. So, jetzt muss ich hier noch meine Konstruktion ändern. Jetzt müsstet ihr mich alle gut sehen. Augenblick. Oh, ich habe mir da aber auch einen Mist ausgedacht mit den CDs. Wartet mal. Das war ja wieder klar. Wenn ich möchte, dass was funktioniert, funktioniert es nicht. Kennt man ja. So, jetzt aber. Ich hoffe, es bleibt stehen. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ich habe voll zu kämpfen mit dem Wetter mal wieder. Also irgendwie bin ich so wetterfühlig geworden. Wahrscheinlich liegt es echt daran, dass ich so alt werde. Also mittlerweile glaube ich, dass es daran liegt. Ich habe ständig Kopfschmerzen, deswegen sehe ich auch ein bisschen verbeult aus. Man sieht es mir natürlich wieder ganz genau an. Ja, hallo Miriam. So, jetzt warten wir mal, bis ein paar online sind. 13 Stück sind wir schon, 15 Stück. Wahnsinn, da kann ich anfangen. So, ihr Lieben. Es geht ja heute um die wahrhaftige Liebe zu dem Narzissten. Miriam, möchtest du direkt ins Bild kommen und wollen wir uns direkt drüber unterhalten? Oder ist es etwas, wo du sagst, du hörst erstmal lieber zu? Wenn ja, ich versuche mal, dich ins Bild zu holen. Hinzufügen, ob es funktioniert. Okay, alles klar, kein Problem. Dann erzähle ich erstmal. Es geht ja darum, dass du dich wahrscheinlich immer wieder fragst, guten Abend Petra, dass du dich immer wieder fragst, ob diese Liebe zu dem Narzissten, die du empfindest, echt ist. Ich wurde es jetzt immer wieder gefragt und ich kann es nur bejahen. Also es ist so, dass ich ganz, ganz viel darüber gelesen habe und ganz viele Menschen... Alles klar. Ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, das ist ein Abhängigkeitsgefühl. Ich habe mit dieser Sache, mit diesem Abhängigkeitsgefühl ein Problem, weil ich sage, niemand kann über meine Gefühle bestimmen. Ja? Und ich glaube nicht, also ich glaube, dass ich auf jeden Fall 100% abhängig war. Hallo Michaela. Das glaube ich sehr wohl und ich glaube auch, dass das viel dazu beigetragen hat. Aber es ist so, dass meine Gefühle für diesen Mann und für diese Person in allererster Linie echt waren. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das von 0 auf 100 gekommen ist. Also ich bin da mal die letzten Tage auch gedanklich durchgegangen. Es war bei mir so, dass ich schon, als ich ihn am ersten Abend kennengelernt habe, da war ich ja noch verheiratet, ich hatte schon dieses Gefühl, ich möchte nicht von ihm weggehen. Ja, also dieses Gefühl, als er dann gegangen ist, es war sofort so ein Gefühl von Verbundenheit. Und das hat dazu geführt, dass die Gefühle auch so tief von Beginn an waren. Hallo Tatjana. Und das finde ich heute im Nachhinein, finde ich das sehr, wie soll ich das erklären, beängstigend nicht, aber es ist sehr beklemmend, weil ich denke, eine Liebe muss ja wachsen. Ja, Gefühle zueinander müssen ja sich aufbauen in einer normalen Beziehung. Und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich kenne ihn schon ewig lange und wir sind ganz, ganz tief und eng verbunden. Und deswegen kann ich für mich sagen, dass die Liebe, die ich empfunden habe, absolut echt war, sie war authentisch, sie war auch das, was ich gerne im normalen Zustand gelebt hätte. Ich weiß aber, dass ich wahrscheinlich diese Liebe niemals empfunden hätte, wenn es ein normaler Mann gewesen wäre, weil dann hätte diese ganze Situation
nicht zu diesen Gefühlen geführt. Davon bin ich heute überzeugt. Und denke auch, dass es diese ganze Kombination Person, Aussehen, Charming, also dieses Gesamtbild war es einfach, wo ich sofort wie in so einem, ja, ich sage immer, wie in so einem Spinnen, hallo Tina, wie in so einem Spinnennetz gefangen war. Die Frage ist, die ich mir immer stelle, was habe ich an diesem Menschen eigentlich geliebt? Ja, was hat mich dazu gebracht, dass ich diese tiefgründigen Gefühle für ihn hatte? Und das kann ich überhaupt gar nicht beschreiben. Also es waren überhaupt keine Komponenten, wo ich sagen kann, das war, also es war vielleicht, weil er sehr fürsorglich war oder sehr liebevoll zu mir war, das war eben direkt da. Es war sofort so, dass, wie soll ich das sagen, dass ich so eine, wie wenn, ich weiß, das hört sich total bekloppt an, aber wie wenn sich diese Seelen schon ewig kennen und ich ihn fühlen kann. So hat sich das für mich angefühlt, ja. Ich konnte direkt fühlen, was er fühlt und andersrum aber genauso. Vielleicht ist das einfach was, was diese narzisstische Persönlichkeit ausmacht, dass du, dass sie dir das Gefühl geben, dass du genau das fühlst, was sie fühlen. Da kann, das weiß ich nicht, ob das nicht nur ein Trugschluss war. Genau, diese Vertrautheit war einfach direkt zu 100% da. Und das war an diesem Abend so, dass mich ein junger Mann angesprochen hatte, als ich ihn kennengelernt habe. Und der hätte mir vom Äußeren, von der Art her, viel, viel mehr zugetraut. Aber nach 3 Sätzen war ich so auf den fixiert schon. Also ich kann es einfach nur so beschreiben, dass ich wirklich gedacht habe, der ist es und kein anderer. Also so hat sich das für mich angefühlt. Und ich glaube schon, dass ich mich in diese Illusion verliebt habe. Wie gesagt, der erste Satz zu mir war ja, Liebe gibt es nicht nur in Bollywood. Das war ja das, was ich mir immer gewünscht habe. Ja, ich war, bin ja wirklich so eine Bollywood-Bekloppte, die wirklich so in Love glaubt. Hallo Janine. Ja, einfach... Nee, telefoniert haben wir jetzt vorher nicht so viel. Wir hatten einfach mehr diesen kompletten Kontakt. Also ich habe so diese tiefe Verbundenheit einfach direkt gefühlt, immer wenn wir im Kontakt waren. Aber es war immer dieser, ja, wir haben uns dann ja lange Zeit nicht gesehen, also 4 Wochen nicht, und haben uns dann aus wirklichem Zufall wieder getroffen im Schwimmbad, und dann war diese Vertrautheit auch sofort wieder da. Also es war einfach so ein, ich kann es nicht beschreiben, es war einfach... Ich würde das Magic nennen, ja. Ich war total wie verzaubert von ihm. Und aber glaube dennoch heute, dass es diese Illusion war, diese Maske, in die ich mich einfach verliebt habe. Und wie gesagt, dieses Reden hat ja dazu beigefügt, dass ich dieses Gefühl hatte, ja, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und er zeigte mir das ja dann auch so, ja. Und dementsprechend konnte ich dann, wie soll ich das erklären? Ich finde, das ist so ein ganz schwieriges Thema, das zu erklären. Konnte ich diese tiefen Gefühle für ihn freischalten bei mir? Bei mir war das so, ich habe nie zuvor so gefühlt, wie ich für ihn gefühlt habe. Ja? Und ich habe auch danach nie wieder so gefühlt. Aber es war auch so, dass ich nur mit ihm zusammen sein wollte. Also es war gar nicht so, dass mich die Außenwelt noch interessiert hat, sondern mein ganzer Fokus lag nur auf dieser Person. Ich wollte immer nur in seiner Nähe sein, ich wollte seine Berührung haben, ich wollte seine Zärtlichkeit haben. Und das war mir total suspekt, weil so kannte ich mich nicht. Ich war schon immer ein Mensch, der sehr anhänglich gewesen ist, aber nicht in dieser Konstellation. Und ja, das im Nachhinein, ist es abnormal? Die Handlung, wie es abgelaufen ist, war abnormal und sehe ich auch als abnormal. Aber meine Gefühle dahingehend waren echt. Ja? Also ich habe wirklich diesen Menschen, ja, ich sage immer, mit Haut und Haaren geliebt. Ich kann es einfach nur so wiedergeben. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Wie denkt ihr denn darüber? Habt ihr das auch so ein Gefühl oder seid ihr eher so der Meinung, dass das für euch wirklich so eine Abhängigkeit gewesen ist, dass ihr es auch so abtun könnt? Ja, diese Berührungen, die Michaela gerade, Augenblick, hallo Natascha, schön, dass du auch da bist. 4 Wochen haben uns dann getroffen. Okay, also bei dir hat sich dann, bei der Michaela hat sich dann eher entwickelt. Ja, wie gesagt, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Also das war wirklich gleich von 0 auf 100.
Das mit dem Entwickeln kenne ich so aus normalen Beziehungen, so hatte ich es auch mit dem Chris, dass ich einfach, dass sich diese ganze Beziehung entwickelt hat und dass sich auch diese Liebe entwickelt hat, aber einfach anders. Ich würde sagen, gesünder, ja. Was bei mir damals so dieser ausschlaggebende Punkt war, waren auch diese tiefen Berührungen, ja. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn er mich berührt, wenn er mich anfasst, dass er so in mich reingeht, ja. Er hat alles, also zu Beginn vor allen Dingen, wo das noch nicht so eskaliert ist. Als es dann eskaliert ist, war das anders. Dann war immer im Hinterkopf dieses, super Tina, gut, dass es bei dir auch so gewesen ist. Schön, Melli, das freut mich. Diese tiefen Berührungen, dass ich einfach gedacht habe, der geht in mich rein und der tut alle Stellen, wie soll ich das sagen, wieder heilen, die wo sich so nach Liebe gesehnt haben. Ja, so hat sich das angefühlt zu Beginn, dass er mir all das gibt, was ich mir mein ganzes Leben lang gewünscht habe. Und deswegen war auch diese Vertrautheit, dieses Gefühl von Nähe so stark. Ja, ich habe das nie wieder so gehabt und ich kann mir auch nicht vorstellen durch diese Erfahrung, dass ich das noch mal jemals so bekommen kann. Ich glaube, dazu bin ich auch viel zu, wie soll ich das sagen? Ich war damals mehr noch so auf diesem Trip, nicht Opfertrip, aber diesen Trip, das kleine junge Mädchen muss geliebt werden und da bin ich raus. Weiß aber, dass ja auch eine Frau geliebt werden möchte. Aber es ist einfach anders da. Ich kann mich heute ganz, ganz anders da auf eine Beziehung einlassen. Ich würde sagen, einfach erwachsener. Ich habe genauso gefühlt. Ich habe ihn gesehen und gedacht, war mein Seelenmann. Für ihn habe ich alles komplett stehen und liegen gelassen. Ja, Suse. Also wie gesagt, kann ich nur so bestätigen. Es war auch dieses Verlangen. Also ich vergleiche dieses Verlangen in diesen 3 Wochen, wo wir am Anfang überhaupt gar keinen Kontakt haben, genauso stark wie in diesen Trennungen ständig. Auch das ist mir jetzt erst bewusst geworden, ja, dass dieses Verlangen, wo ich ihn überhaupt, also ich war ja noch verheiratet und ja, dieses Verlangen, dass ich einfach ihn sehen wollte und aber auch gleichzeitig verheiratet war und das ja nicht, ja, ich wollte ja meine Ehe auch nicht kaputt machen, aber ich war total verwirrt, weil dieses Gefühl schon so ausgeprägt und stark in mir gewesen ist. Genau, ja, das mit diesem Studieren ist wohl wahr, aber mir geht es halt jetzt auch darum, einfach mal auf uns zu schauen, ja. Ich muss mal meine Jacke ausziehen. Also, dass die studiert haben, ist ja ganz logisch, das weiß ich auch im Nachhinein, aber es ist trotzdem so, dass ich jetzt wirklich mal so auf unsere Gefühle schauen möchte und auch so ein bisschen aufsplitten will, einfach nochmal mit diesem Thema, was sind unsere Gefühle dabei? Und wenn er bei mir war, habe ich mich einfach so vollkommen gefühlt. Es war wirklich so ein Gefühl, das ist alles, was ich zum Leben brauche. Ja, so hat, also dieser Satz, den kann ich so unterschreiben. In diesem Moment habe ich gedacht, wenn ich keine Kinder gehabt hätte, die trotzdem zwar in diesem Moment gar nicht so an erster Stelle gestanden haben, wofür ich mich heute auch wahnsinnig schäme, ja, aber dann wäre, ich hätte meine, glaube ich, meine 24 Stunden, ich hätte meinen Job geschmissen, ich hätte, glaube ich, alles stehen und liegen gelassen, nur um 24 Stunden mit diesem Menschen zusammen zu sein. Weil das, glaube ich, genau diese Sucht war. Die, ja, diese Sucht nach ihm, diese Sucht nach diesem Körper, nach diesem Geruch von ihm, also all das ist völlig abnormal gewesen. Ja, völligst, ja, wie soll ich das erklären? Hallo Jana, einfach. Also nicht, ich sage, er hat immer gesagt, nicht von dieser Welt. Diese Liebe wäre nicht von dieser Welt. Ich glaube auch, dass diese Liebe nicht von dieser Welt von meiner Seite aus gewesen ist, aber von seiner Seite absolut nicht, weil ich glaube, dass er diese Sprüche einfach immer und überall gerissen hat. Aber für mich war es definitiv so. Und ich denke, dass das einfach dieser Faktor war, der einfach süchtig gemacht hat. Und heute noch habe ich dieses Gefühl, dass es mir wehtut, dass ich weiß, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so fühlen können. Ja, weil ich dieses Gefühl an sich, ich rede jetzt nur vom Gefühl, ich rede nicht vom Partner, dieses Gefühl an sich war ja, ja, wahrscheinlich wie wenn jemand auf Drogen ist. Ich kann es mir nicht anders vornehmen, ich habe in meinem Leben auch noch nie Drogen genommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich glaube, ja, das macht mich traurig, dass ich wahrscheinlich dieses Gefühl nicht mehr haben werde. Aber ich weiß auch, ich habe das
gefühlt in meinem Leben und ich danke Gott dafür, dass ich das habe leben dürfen, von meiner Seite, nur von meinen Gefühlen. Hallo Jana, ich rede nur von meinen Gefühlen, ich rede nicht von der Beziehung, sondern einfach nur über meine Gefühle, dass ich die habe jemals überhaupt so empfinden dürfen. Und ich versuche das eben jetzt umzudrehen, zu sagen, ja, okay, ich kann sie wahrscheinlich oder werde sie nicht mehr fühlen können, aber ich habe sie gefühlt und dafür bin ich dankbar, dass ich das habe so, dass ich jemand habe so lieben dürfen, weil es zeigt mir ja, dass ich empathisch bin, dass ich ein Mensch bin, der lieben kann, der einfach ein großes Herz hat. Und so seid ihr ja alle. Ja, ihr seid ja auch Menschen, die ganz, ganz stark lieben. Und ich glaube, das soll es euch auch nochmal zeigen, ja, dass ihr einfach wisst, ihr seid liebende Menschen. Und diese Menschen sind es halt leider nicht. Und das zu akzeptieren, finde ich, ja, das ist die größte Bürde, die wir haben oder die ihr jetzt noch habt. Ich habe das mittlerweile akzeptiert, aber es ist ganz, 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 ganz schlimm und einfach auch zum Teil unbegreiflich. Jetzt lese ich gerade mal, das alles war schlimm. So habe ich auch gedacht, alles aufgegeben für diesen Menschen. Ja, Trina. Definitiv. Wie gesagt, meine Kinder habe ich nicht aufgegeben, aber ich hätte ich keine Kinder gehabt, auch alles aufgegeben. Da bin ich heute überzeugt von. Die Suse schreibt nochmal, das Schlimmste ist ja, dass ich wirklich eine gute Ehe hatte, aber ich war so süchtig nach ihm. Ja, das ist eben das Problem. Also dieses Gute schießt du praktisch für so jemanden in den Wind. Ja, meine Ehe hatte schon vorher einen Knacks. Das hatte nichts mit ihm zu tun, aber ich ja, er war nur vielleicht mit einem Grund, aber der Auslöser war er nicht. Ja, aber es war natürlich auch mit einem Grund, weil ich total überrascht gewesen bin, wie ich da auch empfunden habe. Genau, es ist auch so, also es ist wirklich auch so, dass niemand so nah an dich mehr drankommt, weil du lässt es auch nicht mehr zu, dass jemand so nah an dich drankommt. Ist vielleicht ein Selbstschutz oder es ist auch diese Persönlichkeitsentwicklung, die du ja in dieser Trennung auch durchmachst. Ja? Und ich sage immer, meine klare Persönlichkeitsentwicklung war von einem Mädchen. Ich war wirklich noch ein Mädchen. Ich war auch im Kopf nur ein Mädchen. Ja? Und bin dann praktisch zu einer Frau gereift. Vielleicht ist es so, dass es dann einfach so ist, dass du als Frau andere Gefühle hast wie als Mädchen. Ja? Und einfach diese Persönlichkeitsentwicklung stattfinden muss, um dass du, hallo Sandra, dass du in dieser Welt auch existieren kannst. Ja? Ich finde es schwierig. Und was mir halt auch Angst macht, ist, weil er hat immer zu mir gesagt, wenn wir mal nicht mehr zusammen sind, wirst du niemals mehr so lieben können, wie du mich geliebt hast. Und ich habe damals, als ich einen Chris kennengelernt habe, das habe ich euch ja schon mal erzählt, habe ich zu ihm gesagt, ich möchte auch nie wieder jemanden so lieben wie ihn. Aber ich habe das in der Konstellation gemeint, dass mir jemand, dass diese Kombi von diese Gefühle, aber auch diese Verletzungen so tief sind. Ja? Ich hätte schon gern wieder dieses tiefe Gefühl in mich, halt ohne diese Verletzung. Aber ich weiß halt auch, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr so an mich ranlassen kann, weil einfach diese Erfahrung auch gewesen ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Meine Therapeutin sagt immer, es ist ja auch ein Selbstschutz dabei und du schützt dich einfach davor. Das heißt ja nicht, dass du gefühlskalt bist, sondern einfach nur, dass du einen gesunden Schutz aufgebaut hast. Jetzt muss ich mal weiterlesen. Genau, es ist einfach so, dass es sich wie was ganz Großes anfühlt und ja, ich habe immer gesagt, es war mehr wie auf Wolke 7 zu schweben. Ja, das war so mein Empfinden. Also es war weit darüber hinaus und es war einfach ehrlich und ja, einfach nie wieder was anderes fühlen zu wollen, ist, glaube ich, auch nochmal was, wo man während der Trennungsphase immer wieder zurückkommt, dass du immer wieder denkst, ich wollte, ich wollte doch diese tiefe Liebe nicht verlieren und ich glaube, das ist die größte Angst, weil du doch weißt, ja, Folge 70 ist gut, weil du doch weißt, dass diese Liebe so stark ist, dass du sie nicht nochmal so empfinden kannst. Ich glaube schon, dass wir intuitiv merken, dass das ein Ausnahmezustand ist und dass es so nicht mehr kommen wird. Und ich glaube, genau davor haben wir Angst, diese Illusion aufzugeben, diese Liebe loszulassen, mit dem, also dass,
Versteht ihr, wie ich meine, dass du das nicht mehr fühlen kannst, dennoch aber ja im Kopf her weißt, dass es nur eine Illusion ist, weil die Maske ja, hinter der Maske schaut es ja ganz anders aus. Ich war 5 Jahre in Therapie. Ich habe davon 3,5 Jahre tiefenpsychologisches fundierte Arbeit mit der Therapeutin gemacht, so rum. Und ich war teilweise zweimal die Woche Doppelstunden schieben, weil das so, also es ging, glaube ich, nicht ohne. Und es war am Ende dann auch nochmal, also weil viele fragen, wie das ist, wenn du in Therapie bist, dass meine Therapeutin auch gesagt hat, also sie muss beharren darauf, dass ich mich trenne, was aber nicht der Grund für meine Trennung war, aber sie hat es gesagt, sonst kann sie nicht mit mir weiterarbeiten. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich total unter Druck gefühlt. Heute weiß ich aber, was sie damit gemeint hat. Weil du kannst dich nur weiterentwickeln, wenn du diese Trennung wirklich vollzogen hast. Ja, und ich denke, dass deine, also zum Abschluss zu kommen, was das Thema Liebe betrifft, dass deine Seele sich einfach zuvor immer dieses Gefühl gewünscht hat, so ausleben zu können und eben auch danach. Aber ich hatte zum Beispiel in diesen 2 Jahren, wo ich dieses ganze Ding verarbeitet habe und wo es mir auch immer mal wieder schlecht geht, ja, viele fragen, ob ich das heute auch noch habe. Habe ich überhaupt nicht. Also bei mir ist überhaupt nichts mehr, dass es mir mal schlecht geht deswegen oder ähnliches. Also das geht alles mit der Zeit weg. Aber wo ich dann immer wieder in so ein Loch gefallen bin und gedacht habe, ja, jetzt bin ich genauso gefühlskalt und gefühlstot geworden, wie der geworden ist. Ja, er hat genau dieses Ziel erreicht. Aber das ist nicht der Fall. Also es entwickelt sich zwar ganz nach hinten zurück und es baut sich aber auch gesund wieder auf. Also es ist praktisch wie eine Festplatte löschen, die du dann wieder bespielen kannst. Aber ich glaube, in einem gesunden Maße. Und das ist ja auch wichtig für dein weiteres Leben. Und dann musst du halt gucken, dass du diese Linie mal verfolgst. Also wenn du die Linie hast, wo es so hoch und runter geht, dann habe ich lieber die Linie, die wir ja dann erstmal als langweilig empfinden, wo du so eine konstante Liebe hast. Und ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl, was ich zum Beispiel für einen Chris habe, das beschreiben kann. Was liebe ich an ihm? Wieso liebe ich ihn? Und dieses Gefühl ist viel befriedigender. Ja, also es befriedigt mich mehr, es lässt mich mehr stolz sein als diese tiefe Liebe, die ich zu diesem Narzissten empfunden habe. Ja, weil du hast einen Grund, warum du stolz bist oder warum du diese Facetten, die du an ihm magst und ja, dass es einfach so ist, dass du irgendwann denkst, ja, ich weiß jetzt aber auch von diesem Menschen, was mir am Herzen liegt. Ja. Das wusstest du ja bei dem Narzissten nicht. Ja, ich wusste, dass es das war, das, was ich für ihn empfunden habe, dass es diese Tiefe war, die ich für ihn empfunden habe. Aber was habe ich an ihm geliebt? Ja, dass er, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber dass er mal geil ausgesehen hat. Heute sehe ich das überhaupt nicht mehr. Dass er männlich ist vielleicht. Dass er diese Männlichkeit auch verkörpert. Vielleicht ist es das. Aber ansonsten charakterlich gibt es überhaupt nichts, was ich sagen könnte, was ich an ihm geliebt habe. Kann ja auch nicht, ja, weil es ja einfach alles nur Fassade ist. Wegen der schlechten Erinnerung. Ja, das ist auch gut so. Also ich würde immer dazu tendieren, ich bin auch damals umgezogen, nach über einem Jahr, 1,5 Jahre nach der Trennung, bin ich auch aus der Wohnung ausgezogen, auch wenn wir da nur ganz, ganz kurz zusammen gelebt haben. Aber diese ganzen Erinnerungen wollte ich hinter mir lassen. Das war ein ganz, ganz schwerer Schritt, weil ich in diesem Moment ja auch meine ganzen positiven Erinnerungen dort gelassen habe. Aber ich würde diesen Schritt jedem empfehlen und ich würde diesen Schritt einfach auch immer, immer wieder machen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem zweiten Thema. Wenn du darüber nachdenken könntest, würdest und wirst, weil es immer so ist, dass du zu ihm zurückgehst. Also gibt ja ganz, ganz viele Momente. Es gibt diese hilflosen Momente, wo du dich hilflos fühlst, wo dein ganzer Körper nach ihm schreit, wo du sagst, ich halte es nicht mehr aus ohne ihn, ich muss ihn jetzt kontaktieren, anrufen, ihm entgegenfahren oder sonstiges, dass du zufällig auf ihn triffst. Es gibt die Momente, wo du ihn schmerzlich vermisst, dein Körper ihn schmerzlich vermisst, wo du es aber aushalten kannst, aber traurig bist. Also einfach normal traurig. Es gibt
diese Panikmomente, würde ich sie jetzt mal nennen. Also ich hatte dann immer Panik und habe gedacht, ja, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, wird er eine andere haben und dann kann ich nicht mehr zurück. Ja, das war auch immer so eine Panik. Dann hatte ich Momente, wo ich gedacht habe, also erstmal, das habe ich auch in der Selbsthilfegruppe gerade erzählt, erstmal denkst du dir, oh, ich habe einen Tag gepackt, ich habe eine Woche gepackt, ich habe einen Monat gepackt und dann auf einmal denkst du, boah, es ist ein Jahr rum und ich werde nächstes Weihnachten nicht mehr daran denken können, wie es letzte Weihnachten mit ihm war oder halt was positiv gewesen ist. Und das hat mich auch in Panik versetzt, dass ich einfach gemerkt habe, also ich würde es so beschreiben, die Zeit ist weitergelaufen, aber ich habe das Gefühl gehabt, sind erst anderthalb Jahre vergangen und ich muss noch mein ganzes Leben ohne ihn leben und ich wusste nicht, wie ich das aushalten soll. Ja, ja, aber Michaela, genau, also wie gesagt, es gibt auch dann irgendwann den Punkt, wo du nicht mehr zurückgehen würdest, aber es gibt ganz, ganz viele Frauen, wo es einfach noch nicht so weit ist, die einfach ja mit dem Gedanken spielen, wieder zurückzugehen. Und dazu kann ich nur sagen, das muss jeder für sich alleine entscheiden. Ja? Ich möchte euch nur helfen, das ein bisschen zu hinterleuchten. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, ist es ganz allein eure Entscheidung und ihr alleine werdet auch wissen, was richtig für euch ist. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass ihr euch mal aufschreibt, welche Gründe die Trennung gehabt hat. Warum hast du dich von diesem Menschen getrennt? Bestimmt nicht, weil du ihn so sehr geliebt hast, sondern du hast dich ja getrennt, weil du Angst hast vor ihm, weil du Angst vor, weil du gedemütigt wurdest, weil du deine Selbstachtung verloren hast, ja, weil du komplett abisoliert warst, weil du körperliche Gewalt vielleicht erfahren hast, weil du emotional komplett runtergedrückt wurdest und. Ich denke halt, das muss man ganz klar mal aufschreiben, um es bildlich vor sich zu haben. Ja, bei mir ist das auch immer weggeflutscht. Ich habe es immer wieder vergessen, immer wieder weggedrängt. Warum habe ich mich eigentlich gedrängt? Und als ich mich dann letztendlich getrennt habe, habe ich mir das immer wieder vorgerufen. Immer wenn ich gedacht habe, ich möchte jetzt zurückgehen oder ich halte es nicht mehr aus, dann habe ich immer gesagt, Svenja, warum hast du dich getrennt? Und dann hat es gereicht, dass ich mir es wenigstens angeschaut habe und gedacht habe, nee, das ändert sich nicht. Ja? Jetzt muss ich mal gerade in meine Liste gucken. Das ist, wenn man so schreibt und seine eigene Schrift nicht lesen kann. Genau, also wichtig ist, dass du ganz, ganz doll darüber nachdenkst. Du empfindest es ja in diesem Moment so, dass das Leben ohne ihn schlimmer ist wie das Leben mit ihm. So empfindest du ja in der Trennung. Also ich habe das jeden Tag empfunden. Wirklich jeden einzelnen Tag habe ich gedacht, das wird immer schlimmer. Ich komme da überhaupt nicht mehr raus. Ich werde niemals damit abschließen können. Und für mich war das wirklich so, oh, ich hoffe, dass das alles bald zu Ende ist. Ich kann nicht mehr. Ja, so hat sich das für mich angefühlt. Und du fühlst währenddessen ja diese ganz starken Verlustängste, vor denen du ja eh solche Angst hast. Ja, ich war ja in dieser ganzen Beziehung geprägt von Verlustängsten. Ich habe mich ja angestellt zum Teil wie, ich kann es nicht beschreiben, es war wie, ich habe ja vor dem auf dem Boden gelegen, ich habe den angefleht, ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte verlass mich nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wörtchen bitte, 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 bitte gesagt habe. Vielleicht 1 Million Mal reicht nicht in diesen 5 Jahren. Ja? Ich habe geheult, ich habe gesagt, du kannst mich nicht alleine lassen. Und in diesem Moment, wo du ja in der Trennung bist, bist du ja in der Situation, die dir so eine starke Angst macht, nämlich diese Verlustangst, wovor du Angst hast. Und da bist du drin. Und du musst den Weg finden, dass du das drehst. Ja, dass du sagst, so, du bist jetzt in dieser Verlustangst drin, aber du stirbst daran nicht. Ja, meine Therapeutin hat immer zu mir gesagt, Frau Beck, Sie sterben daran nicht. Sie müssen es aushalten und es wird dann wieder besser werden. Ich habe das aber nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe echt gedacht, zum Teil, die müssen mich in die Psychiatrie einweisen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Ihr seht es auch hier, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich davon rede, weil ich echt gedacht habe, ich kann das nicht aushalten.
Aber ich als Betroffene, ich verspreche euch hoch und heilig, dass ihr es aushalten könnt. Und dass das mit euch etwas macht. Und zwar, das stärkt euch für die spätere Zeit. Nicht gleich. Wir reden nicht von gleich. Für später macht euch das frei, weil ihr diese Verlustängste nicht mehr spürt. Ihr spürt es nicht mehr, dass ihr jemanden kennenlernt und der vielleicht diese Macht hat, euch in diese Verlustangst wieder reinzudrücken, weil ich immer gesagt habe, ich habe das einmal erlebt und ich werde es immer wieder schaffen, auch wenn es weh tut. Es geht nicht darum, dass es nicht weh tut, aber ich werde es immer wieder hinkriegen. Und das ist einfach normal und das ist wichtig, dass du das als Teil der Heilung annimmst. Weiß es nicht, wie es ist, weil sie es selber nicht durchgemacht hat. Ja, aber ich habe ganz, ganz viel, also es ist wichtig, wenn du mit einem Therapeuten arbeitest, dass du ganz viel Vertrauen in diesen Therapeuten steckst. Und ich wusste, dass meine Therapeutin ganz, ganz viel Erfahrung hatte und ich wusste schon, dass sie weiß, was sie da tut. Also diese, wir waren uns nicht immer einig und ich habe auch ganz oft gesagt, ich gehe da nie wieder hin, aber ich weiß einfach, dass sie, ja, ich hatte dieses Grundvertrauen in sie. Ich kann es auch nicht beschreiben, aber ich wusste einfach, dass sie nur das Beste für mich will und dass sie mir helfen will. Ja, man denkt im Nachhinein auch, warum hat man das gemacht? Aber also ich muss sagen, Michaela, ich lache da heute nicht, weil es für mich ist das immer noch ein Punkt, wo es mir peinlich ist, dass ich überhaupt nicht so verhalten habe. Ja, wenn ich mir überlege, dass ich da in der Psychiatrie auf dem Boden gelegen habe und die mich dann wegbeamen mussten, weil ich so an ihm geklammert habe, dann ist mir das als erwachsene Frau einfach peinlich. Aber ich weiß halt auch, also ich habe mir das verziehen. Bitte schön, Trina, sehr gerne. Aber ich habe mir das verziehen, weil ich einfach weiß, ich konnte in diesem Moment nicht anders. Ich weiß aber auch, dass mich heute niemals mehr jemand so dahin bringen könnte. Das weiß ich einfach. Dieses Urvertrauen habe ich einfach in mich selber gewonnen. Und wie gesagt, was auch ihr euch merken solltet, ist, dass es in Ordnung ist, dass ihr auch dieses Gefühl habt, ihr wollt zurückgehen. Ja, das ist auch ein ganz normales Gefühl und das gehört auch zu dieser Trennungsphase dazu. Also auch über Monate und wie gesagt, bei mir, ja, sogar Jahre, ja, anderthalb Jahre locker, wo ich immer wieder gedacht habe, ich will zu ihm zurück. Nein, ich habe überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihm und ich möchte auch überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Also das ist wirklich was, das kommt dann erst, dass du hinterher sagst, boah, nee, ey, wie viel Zeit habe ich da eigentlich rein verschwendet? Und vielleicht solltest du dir auch bewusst machen, dass aktuell, wenn du in der Trennung bist, ja du wieder die Verantwortung und die Kontrolle über dein Leben hast. Die ganze Zeit hatte ja der Narzisst die Kontrolle über dein Leben. Und jetzt gibt es nur noch einen einzigen Menschen, der dafür verantwortlich ist, was passiert. Und das bist du. Ja, ich meine kein Stalking oder so, ich weiß, wie schlimm das ist, ich habe das auch hinter mir. Ich meinte einfach nur, dass du frei über deinen Tag entscheidest, dass du dich nicht mehr manipulieren lassen musst, dass dich keiner mehr verletzt, dass du hingehen kannst, wo du willst, du kannst anziehen, was du willst. All das müsst ihr euch mal geben, ja, was man sich alles hat vorschreiben lassen. Und da ist es auch wichtig, dass du dir die Vor- und die Nachteile, wenn du zurückgehen würdest, mal aufschreibst. Mach dir wirklich eine Tabelle. Schreib es über Tage auf. Ja? Lass dir Zeit, du musst das gar nicht ad hoc machen. Schreib dir mal auf und beginne mit den positiven Aspekten. Was ist der Grund, warum du gerne zurückgehen würdest? Vielleicht sind es die gemeinsamen Interessen, die ihr hattet. Vielleicht sind es die Finanzen. Vielleicht geht es dir dadurch besser, du lebst besser, vielleicht war es auch sein Humor oder sein Aussehen oder vielleicht war es auch die Sexualität. Aber schreib es dir mal auf, was für dich da wirklich zutreffend ist. Und danach beginnst du mit den Nachteilen. Und da solltest du versuchen, mit dem Allerschlimmsten anzufangen. Einfach, dass es ein Eyecatcher ist, dass es direkt dir, also dass du einfach direkt, wenn du es anfängst zu lesen, sofort siehst, bam, das war das Schlimmste. Und dann kommen eigentlich nur noch Sachen, ja, für mich waren die immer alle schlimm, aber ja, so die schlimmsten Sachen sollen einfach nach oben, dass du das direkt, das macht was mit dem Gehirn, weil du sofort so einen Sensor anschaltest.
Hallo Anne, ich freue mich, dass du heute auch da bist. Ja, also es ist ganz wichtig, dass du das einfach nach oben schreibst. Du kannst es ja für dich einfach mal abarbeiten. Bei mir war es nicht die körperliche Misshandlung, obwohl meine, Moment, die Vorteile und dann die Nachteile. Genau, nee, zuerst die Vorteile. Bitte, bitte, Tina, zuerst die Vorteile und dann die Nachteile. Bei mir war es nicht die körperliche Misshandlung, die für mich am schlimmsten war. Für mich waren es wirklich die emotionale Misshandlung. Und am allerschlimmsten war für mich, es gibt ja dieses Silent Treatment, also wo du einfach mit Schweigen bestraft wirst. Und ich habe immer gedacht, ich hatte das nicht, aber meiner hatte diese Tendenz, der hat mich bis aufs Knochenmark fertig gemacht, ja, und hat dann über Tage, über Stunden sein Handy ausgeschaltet. Er war also für mich nicht mehr greifbar. Und das hat in mir was ausgelöst. Dieses Gefühl fühle ich heute noch. Das war zwischen Ohnmacht, Sterben, Hilflosigkeit, Panik. Also es war diesen kompletten negativen Gefühlen waren da zusammen. Und das ist auch wichtig, dass ihr euch das aufschreibt. Ja? Wenn ihr das so empfunden habt, dass die emotionale Gewalt für euch am allerschlimmsten war, dann schreibt es so auf und versucht, mir ist es leider nicht mehr möglich, hallo Annegret, mir ist es nicht mehr möglich, dass ich alles fassen kann, weil, wie gesagt, der Mechanismus ja so ist, dass die Seele viel verdrängt. Aber versucht, gerade wenn ihr noch aktuell frisch in dieser Trennung seid, euch das alles aufzuschreiben, weil das ganz, ganz hilfreich ist, auch für später mal. Kein Problem, alles klar, Michaela, ich drück dich und wir schreiben sowieso. Einen schönen Abend noch für dich. Und die irrationale Eifersucht kann ja sein, dass euch das sehr belastet hat. Also das war auch eine ganz große Belastung von mir. Einfach mal, um euch so ein paar Tipps zu geben, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich wüsste jetzt nichts. Diese irrationale Eifersucht, einfach dieses Spiegelsystem, dass er immer seine Eifersucht auf mich, also seine Fremdgeherei auf mich abgewälzt hat, ja, das habe ich auch als unwahrscheinlich belastend empfunden. Egal in welcher Situation. 6 Wochen, obwohl er daheim war und Heiligabend. Ja, es ist einfach so. Also sind so viele Aspekte, die ihr da einbringen könnt. Der Kontrollzwang, ständig Kontrolle zu haben. Wo bist du? Was machst du? Warum dauert es beim Einkaufen so lang? Wer steht vor dir beim Einkaufen? Wer steht hinter dir beim Einkaufen? Der hat dir auf den Arsch geklotzt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind ja nur so Momente, die immer wieder euch den ganzen Tag verfolgen, ja? Und es ist ja so, dass er euch die sagt und dann aber ihr diese Situation auch weiterlebt. Ihr geht ja schon einkaufen und denkt, oh, hoffentlich guckt mich keiner an, ja? Hoffentlich ist da keiner, der irgendwie nur einen Blick an mich verliert. Hallo Melanie, hallo Meral. Also einfach, dass ihr sagt, dieses ständig unter Kontrolle zu stehen. Warum musst du jetzt tanken? Kannst du nicht ein anderes Mal tanken? Ich hatte die Situation, ich glaube, das habe ich euch, ja, Grüße zurück, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe in so einem Rondell gewohnt, also wo du so drumherum fahren kannst. Hi, Dennis. Und er ist in die Nachtschicht gefahren und unten ist ein Porsche reingefahren. Und dann ist der wieder gedreht im Ortskern und hat geguckt, ob dieser Porsche zu mir fährt. Und ist dann auch hochgekommen und hat gesagt, ja, wo ist der Typ? Da habe ich gesagt, welcher Typ? Und da hat er gedacht, dass ich weiß, Annegret, dass du neu bist. Das ist so schön, ich finde es so toll, dass du immer alles kommentierst. Der hat wirklich gedacht, dass dieser Typ irgendwo bei mir, anscheinend im Schrank oder was, ist und wartet, dass er mich pimpern kann. Ja? Und ich habe diese Wut dann wieder, diese narzisstische Wut gefühlt, ja. Und er musste dann Gott sei Dank auf die Arbeit. Aber ich glaube, im Nachhinein ist das dann wieder eskaliert. Und das hat er mir jahrelang vorgehalten. Ich konnte gar nichts dafür. Der Mann ist irgendwo im Umkreis hingefahren. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Aber überlegt euch das mal. Ihr kriegt immer die Situation ab, wofür ihr gar nichts konntet. Das war ja auch das, was ich dann am letzten Freitag in dem Video gemeint habe, ja. Musst ja auch mit Sachen rechnen, die du überhaupt nicht einkalkulieren kannst. Aber das bekommst du ab. Und das ist
so krank, ja? Wie krank ist es, dass du Dinge abbekommst, wo du nichts für kannst? Oder er hat dann immer gesagt, ich will nicht, dass du kurze Sachen anziehst. Hat man zu mir gesagt, am liebsten würde ich gern, dass du mit einem blauen Sack rumläufst. Der hat es aber ernst gemeint. Das war nichts, wo, ja, ich habe da gelacht drüber, aber das war nicht lustig. Für den war das purer Ernst. Und das ist einfach nur krank, ja. Ja, ich kann auch, klar kannst du drüber lachen, weil du einfach merkst, wie intellektuell beschränkt die sind. Aber in dieser Situation war mir das halt überhaupt nicht zum Lachen. Ja? Und der kalkuliert damit, dass du sein Besitz bist. Das ist für ihn das A und O. Du bist sein Besitz und du hast das zu machen, was du willst. Und währenddessen du getrennt bist, ich will es euch nur noch mal hervorrufen, hast du all das nicht mehr. Dann ist die nächste Situation, also wenn ihr diese Tabelle gemacht habt, einfach mal die menschlichen Bedürfnisse zu benennen, die ihr nicht mit ihm hattet. Ja? Also was hattet ihr nicht mit ihm? Emotionale Sicherheit, einen treuen Mann, einen Mann, auf den ihr euch verlassen könnt, einen Mann, der für euch da ist, solltet ihr krank werden, sollte mit euch irgendwas sein, ein gewaltfreies Leben, egal ob körperlich oder emotionale Gewalt, Existenzängste, ja, all das sind menschliche Grundbedürfnisse, die du nicht hast mit ihm und niemals haben wirst. Du wirst in diesem Mann oder in dieser Frau niemals eine Grundsicherheit haben. Du wirst dich niemals sicher fühlen. Du wirst dich niemals geborgen fühlen. Du wirst ihn immer teilen müssen. Das muss dir klar sein, du wirst ihn immer teilen müssen. Egal ob auf der emotionalen Ebene oder auf der körperlichen Ebene. Also ich musste meinen immer teilen und ich kenne, glaube ich, auch nur solche Personen, die ja aus der Arbeit, die immer wieder gesagt haben, also sie wurden immer wieder betrogen. Also ihr werdet diesen Mensch nie für euch alleine haben. Ihr werdet nie eine Beziehung führen können, die eine konstante Basis hat. Das werdet ihr mit diesem Menschen nicht. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr zurückgeht. Und auch, dass die Situationen tendenziell immer schlimmer werden. Weil, wie gesagt, durch diese Trennung ja auch diese narzisstische Wut dann wieder hochkommt. Ja, Doreen, das kenne ich auch. Also wenn ich krank gewesen bin, hat er mir das auch zum Vorwurf gemacht. Also ich kann mir nur rege vorstellen, wenn dann wirklich eine schwerere Krankheit gewesen wäre, was dann los gewesen wäre. Jetzt muss ich noch mal gucken. Und ich weiß auch, dass das alles so zu benennen, dass das unwahrscheinlich die Augen öffnet, aber dass es auch sau weh tut. Ja, weil, ja, du warst eigentlich mit einem Menschen zusammen, der, ja, dem du am Arsch vorbeigegangen bist, um es mal wortwörtlich zu nennen. Und das finde ich so schlimm. Das finde ich so schlimm, dass meine 5 Jahre meines Lebens ich mit einem Menschen zusammen war, dem ich nichts bedeutet habe, für den ich einfach nur ein Spielzeug war, für den ich einfach nur ein Fußabtreter war, wo ich denke, es waren eigentlich so richtig kostbare Jahre. Ja, ich weiß auch, dass ich da habe lernen können davon, aber hallo Christian, aber ja, trotzdem ist es schwer, darüber nachzudenken und ja, das einfach so Revue passieren zu lassen, wo ich denke, ja, was habe ich eigentlich alles mit mir machen lassen? Und denk immer dran, dass du mit jedem Tag, auch wenn du es noch nicht am Anfang empfindest, stärker wirst. Ich weiß, dass sich das die ersten 2 Jahre nicht so anfühlt. Glaubt mir, ich habe eine Stärke erreicht, wo ich in meinem größten Traum niemals gedacht hätte, dass ich die erreiche. Das ist nicht eingebildet, ich bin nicht arrogant, ich werde es auch niemals sein, egal was kommt, ich werde immer die bleiben, die ich bin, aber ich bin stark heute und mich kann niemand so leicht mehr auf den Boden drücken. Und glaubt mir, die Menschen, die mich von früher kennen, die können das alle bestätigen, ich war nie so. Ich habe geduckmäusert vor ihm, ich habe mit Scheuklappen auf den Boden geguckt, dass mich ja keiner anguckt. Ich habe schon gezuckt, wenn nur ein Mann in meine Nähe gekommen ist. Und ich kann einfach nur sagen, dass das alles weggeht mit der Zeit. Und dass ihr unendlich stolz auf euch sein werdet, wenn ihr es dann geschafft habt, weil das bin ich heute. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, aus eigener Kraft diesen Mann zu verlassen und meinen Weg zu gehen und
nicht mehr geschädigt, da, ja, dass ich einfach stark daraus gegangen bin. Jetzt gucke ich mal nach der Cynthia. Ich fühle mich nach der Trennung so, als ob ich sterbe. Das ist völlig normal, Cynthia. Das wird aber wieder besser. 2 Monate, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis es ein Tick besser wurde. Ein Tick. Und letzten Endes, was wirklich, also ich habe erst seit 1 Jahr ungefähr, wo ich, ja, wo ich wirklich komplett frei bin. Okay, der Dennis, ja, 4 Jahre und kann es auch nicht verstehen, obwohl ich es weiß. Ja, verstehen kann man es auch nicht, weil da sind wir wieder bei dem Thema Narzissmus zu verstehen. Also wenn du Narzisst, kannst du niemals verstehen. Du musst es aber akzeptieren. Und das ist ja das Einzige, was du tun kannst. Du kannst ihn nicht heilen, du kannst ihm nicht helfen, du kannst ihn nicht ändern, aber du kannst dein Leben ändern. Und du bist ja für dich verantwortlich. Und du musst für dich wissen, ob du das noch haben möchtest. Genau, und wenn du dir einfach nicht sicher bist, dann lest dir die Liste durch und dann müsst ihr eure Entscheidung einfach für euch treffen, was ihr denkt, was für euch das Richtige ist. Und glaubt mir, ich bin ja auch 100-mal gefühlte 100-mal hin und zurück und wieder getrennt und wieder. Aber wenn ihr wirklich den Schalter umgelegt habt, dann geht den Weg und werdet einfach wieder glücklich. Ja, das kann ich euch nur ans Herz legen. Und schreib dir auch, wie gesagt, auf, warum du ihn verlassen hast. Ja, das bewirkt ganz, ganz, ganz viel. Das habe ich selber immer wieder durchgelesen. Und ich habe ja immer meine ganzen Listen in meinem Trennungsverarbeitungsbuch. Ich weiß, es nervt damit, aber es hat mir einfach unwahrscheinlich viel geholfen. Und es wird dir dann einfach leichter fallen, wenn du dir bewusst machst, was du damals auch in der Beziehung, was du damals in dieser Beziehung praktisch verloren hast, nämlich dich selber, und zwar komplett. Und wenn du in der Trennung bist und an diese Gefühle zurückdenkst, dann wirst du sehen, dass es dich hindern wird, dahin zurückzugehen. Und du kommst natürlich irgendwann an einen Punkt, wo du schon so weit bist, dass du gar nicht mehr zurück kannst, weil du denkst, nee, meine Entwicklung ist einfach schon so weit, dass ich das überhaupt nicht mehr, ja, du kannst einfach dein Denken nicht mehr ausblenden. Und dahingehend wird die Beziehung auch nicht mehr so, wie sie war, weil du einfach dieses komplette Wissen auch in dir hast. Ja. Ja, jetzt haben wir 10 vor 7. 10, doch 10 vor 7. Ich bin jetzt komplett durch. Habt ihr noch Fragen? Kann ich euch irgendwas noch beantworten? Möchte mal jemand mit mir live gehen? Möchte mal jemand mit mir sprechen? Irgendwie will nie jemand mit mir reden. Das macht mich traurig. Was hat dich getröstet bei diesen Schmerzen? Ich sage ja immer wieder, es hat mich gar nichts getröstet. Es konnte mich auch nichts trösten. Was ich heute noch weiß, ist, dass ich immer in meiner eigenen Welt gefangen war, in meiner Gedankenwelt. Und dass es zum Beispiel so gewesen ist, dass ich, wie ich ja euch das letzte Mal am Sonntag schon geschrieben habe, glaube ich, Sonntag war es, ich bin wirklich irgendwo hingegangen und habe Joelle Brandenstein angemacht und habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, geheult, gestrampelt, ja, und das hat einfach frei gemacht. Das hat wirklich den Körper frei gemacht. Und da habe ich dann immer gemerkt, es geht mir zum Mal vielleicht 1, 2 Tage wieder besser und dann wird es wieder schlimmer und dann habe ich das hat sich halt immer wieder wiederholt, ja. Und in diesem Moment, wo du einen festen Ort hast, wo du das machen kannst, kommt es dann auch. Also ich bin dann schon immer auf den Parkplatz gefahren und ich habe noch nicht gestanden, dass in mir die Tränen gelaufen. Und das ist einfach ein Punkt, wo du dir auch erlauben kannst und wo du das auch darfst, ja. Und es war ganz wichtig, dass in diesem Moment auch keiner da war, der mich getröstet hat, sondern dass ich das mal hab rauslassen können. Die Tina fragt hat, wie war das bei dir? Wusstest du zum Schluss nicht mehr, wer du bist, wie du bist? Man hat sich ja verloren. Ich war völlig zerstört. Ich war völlig zerstört. 100.000%. Ich war ein Wrack. Ich war körperlich ein Wrack. Ich hatte noch 58 Kilo oder was. Ja. Ich war abgemagert. Ich war kraftlos. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich konnte überhaupt keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe gedacht, wie soll ich jemals wieder arbeiten gehen, wenn dieser Mutterschutz oder die Elternzeit vorbei ist? Ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nicht, was mir Spaß macht. Ich hatte an nichts mehr Freude. Ich habe immer nur gewusst, wie es mal früher gewesen ist, dass ich gern zum Fußball gegangen bin, der mich dann übrigens in der Zeit auch wenigstens ein bisschen abgelenkt hat. Aber was hat mir Freude gemacht?
Überhaupt nicht, ich wusste gar nichts mehr. Und ich musste mich zu allem zwingen, ja. Zum Beispiel mein Malen. Ich habe, seit ich 12 bin, mache ich Malen nach Zahlen. Ich habe das gern gemacht, aber in dieser ganzen Zeit, ich konnte es nicht. Ich konnte, hi Jessie, ich konnte das nicht mehr. Es hat mir nichts mehr Spaß gemacht und ich habe einfach nichts mehr dabei gefühlt. Und das kommt aber wieder. Das Gefühl kommt wieder zurück, dieses, ja, dieses tiefe, befriedigende Gefühl. Alleine schon, weil du es dann genießen kannst, ist immer wieder was, was jeden Tag, und da lüge ich euch nicht an, jeden Tag in meinem Bewusstsein ist, dass ich immer wieder denke, wenn ich ein schönes Gefühl in mir habe, dass ich denke, wenn der jetzt noch mit mir zusammen wäre oder ich mit ihm, dann hätte ich dieses Gefühl niemals gehabt oder ich hätte diese wunderschönen Momente durch irgendwas wieder kaputt gemacht bekommen. Das weiß ich, weil immer irgendwas gewesen ist. Zum Beispiel war ich mal auf dem Andrea Berg Konzert und bin völlig ausgetickt, weil ich mich so gefreut habe. Was hat der mir das Leben zur Hölle gemacht, weil ich da so ausgeflippt bin? Ja, ich durfte das ja gar nicht, durfte mich nicht freuen. Wenn ich mich gefreut habe, das war das Allerschlimmste für ihn. Ja, außer wenn er vielleicht gerade in der Love-Bombing-Phase war, wenn er gerade wieder mich versucht hat, an sich zu binden, dann war es gerade so genehm, aber auch immer peinlich. Er musste mich auch dahingehend immer abwerten, wenn ich Freude empfunden habe. Dankeschön, Cynthia. Vielen, vielen Dank. Ja, und das ist genau, bloß nicht freuen. Und das war in allerlei Konstellationen so. Und deswegen, heute ist es wirklich so, dass ich jeden Moment bewusst, das habe ich vorher nicht gehabt und auch währenddessen. Hi, Simone. Einfach nicht bewusst gelebt habe. Ich habe das nicht, ich habe nicht bewusst Situationen wahrgenommen, ja, Freude einfach empfunden. Ja, wenn ich heute alleine, wenn die Sonne aufgeht, ich weiß, es hört sich so blöd an, aber dadurch, dass ich diese 5 Jahre, habe ich auch schon mal ganz am Anfang der Arbeit erzählt, ich habe ja gar nicht mehr gewusst, es war auf einmal Sommer, dann habe ich wieder die Schränke umgeräumt, dann war Winter, dann war Weihnachten vorbei, dann war wieder Ostern. Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich habe ganz oft gedacht, ich möchte einfach mal gern wieder die Jahreszeiten wahrnehmen. Wann ist der Frühling? Wann kommt der Herbst wieder? Und heute, ich denke da immer dran. Ich denke dann, ich fahre dann morgens los und denke, oh, vielleicht ist es heute das letzte Mal, wo die Sonne so richtig aufgeht, weil es ja jetzt auch wieder kälter wird. Einfach dieses, es ist nur ein Beispiel, dass dieses Bewusstsein, ja, dieses oder auf die Weihnachtszeit oder die Herbstzeit, das hatte ich alles nicht. Es ist alles an mir vorbeigegangen. Alles. Und das finde ich auch, und das ist ja auch das, was ich immer sage in Bezug auf die Kinder. Mir fehlen 5 Jahre meiner Kinder. Und das ist was, ja, da komme ich nicht mit klar, dass mir diese 5 Jahre fehlen. Und wenn ich mir zum Teil Bilder von meinem Sohn ansehe, wie der damals gelitten hat und wie es ihm ging, dann, ja, das ist ein Punkt. Ich glaube, da werde ich auch, was mich betrifft, ja, aber was die Kinder betrifft, das weiß ich nicht, ob ich das jemals mir verzeihen kann auch, ja. Thema sich freuen, Kommentar von ihm zu kurz, er ist traurig und neidisch, weil ich es kann und er nicht mehr. Okay, da war er aber sehr ehrlich, Miriam. Meine hat es nie gesagt. Meine hat entweder so getan, ich weiß noch, der hat immer so ein hämisches Lachen gehabt. Und dann wieder so. Also, ich kann es gar nicht nachmachen, aber der hatte sowieso so an so komische, ja, körperliche Dinge, wo ich immer gedacht habe, so dieses Fiese sticht so aus ihm raus. Kennt ihr das auch? Wenn die so fies sind und wenn du das einfach wahrnimmst und so, oh, das kann ich gar nicht beschreiben, da geht mir die Hutschnur hoch. Ja, das war jetzt 55. Ich höre schon, Frauen sind da um einiges subtiler. Sie haben mir hinterher was versucht zum Verbieten. Beste Beispiel, meine Tochter irgendwo abzuholen. Am Ende war ich es, der ihr alles verboten hat. So hat sie es natürlich hingestellt. Hi Jessie. Ja, das war bei mir zum Teil auch, dass ich dann zu ihm gesagt habe, wenn du mir gewisse Dinge verbietest, dann verbiete ich dir die auch. Das Ganze hat natürlich zum Eklat geführt. Der hat sich gar nichts verbieten lassen. Aber bei mir war dann irgendwie so das Gefühl, dass ich immer so eine, wie soll ich das sagen, dieser Gerechtigkeitssinn, den habe ich sowieso total ausgeprägt, aber da wollte ich auch Gerechtigkeit, ja, mit ganz, ganz langem Nichtwissen, dass ich das niemals erreichen werde. Aber ich wollte immer, wenn du mir was verbietest, verbiete ich dir das auch. Natürlich war das lächerlich und hat nie zum Ziel geführt und ja, aber
Also ich würde sagen, in diesem Punkt würde ich das nie wieder heute so mit mir machen lassen, ja? Nie, nie wieder. Ich würde mich nie wieder einsperren lassen. Ich würde auch nie wieder meinem Partner sagen, du darfst das und das und das nicht. Also das sind einfach Grundbedürfnisse, Dinge, die mir nicht, das gestatte ich mir nicht oder ich lasse mir auch nichts mehr verbieten, ja. Alles das, was ich mache, dazu stehe ich und es gibt nichts, wo ich sagen würde, hi Jessie, wo ich einfach nicht sagen würde, also ich mache was, wo ich nicht vertreten kann, ja. Und deswegen, ich erwarte von ihm Vertrauen. Das muss er auch in dieser Arbeit ganz besonders haben, weil natürlich auch viele Männer mit mir schreiben und ich weiß einfach, dass er das hat und genauso habe ich das Vertrauen auch in ihn. Meine verdeckte, genau, es gibt ja auch die verdeckten Narzissten sind ja, das ist richtig. Genau, das macht meiner auch, also hat meiner gemacht, Entschuldigung, dass er dann den Kontakt mit Frauen gesucht hat. Also immer, wenn ich ihn ansatzweise verletzt habe, hat er es immer mir damit heimgezahlt, oh, die Nicole, hat er es immer damit heimgezahlt, dass er irgendeine Affäre angefangen hat. Jetzt gucke ich mal, ob die Nicole kurz ins Bild kommt, weil wir haben ja gar nicht mehr so lange. Aber ich gucke mal, ob es geht. Mal schauen, ob die Nicole kommt. Ich bin mal gespannt. Normalerweise muss es funktionieren. Mal schauen, ob es jetzt geht. Hat er mir nichts, aber darf zu ignorieren. Genau. Oh, Hallo. hallo. Hi. Wir haben ja gestern schon geschrieben, gell? Ja. Okay, hi, da ist noch ein kleiner. Ja, das ist mein Kleinster, ja. Hallo! Oh, Schön, schön. dich live zu sehen. Ja, ich freue mich jetzt. Endlich kommt mal jemand ins Bild. Die Rita war ja die Einzige, die mal bei mir im Bild war. Da freue ich mich ganz, ganz doll. Könnte ruhig öfter mal jemand machen. Da fühle ich mich nicht so alleine. Wie geht's Ja. dir heute? Geht so, also Geht muss ich so. sagen. Ist immer, ich hatte heute einen Termin wieder bei meiner Psychologin, der hat mir gut getan. Da war ich jetzt ein paar Wochen leider nicht. Und Okay. ja, und Ja, das ist immer aufreibend, ne? sehr, ja, wenn man dann immer wieder natürlich über die Geschichte spricht, was passiert ist und Ja, was du eben auch gesagt hast, die Jahreszeit, man weiß gar nicht, wie die Zeit vergeht, ne? genau. Und man merkt gar nichts mehr, es geht einfach nur weiter und weiter und weiter und Und du bist merkt auf die so einem Kinder nicht mehr. Überlebensmodus, ne? Genau, so ein Überlebensmodus, dass einfach nur alle Ja. irgendwie überleben und du weiterkommst von Tag zu Tag. Ja, Ja, also das stimmt. Und das kann ich absolut, kann ich einfach dir nur zustimmen. Also so habe ich das auch empfunden. Und wie schnell, weil ganz, ganz viele sagen, ja, du hast das 5 Jahre ausgehalten, aber wie schnell sind diese 5 Jahre an mir vorbeigezogen? naja, bei mir war es beim letzten waren es 6 Jahre, ja. Boah, also genauso. Und ich finde Auch es immer wieder ähnlich. erschreckend. Ja. Und mich fragt immer nur, ich weiß nicht, wie oft hast du dich versucht, von ihm zu trennen und bist zurück? Oder? 30 Mal bestimmt. Also ungelogen. Bestimmt. Und auch immer mit mehr Abständen dazwischen, ne? Also es waren mal 2 Monate Abstände, dann waren es auch schon mal 4, 5 Monate Abstände und ich bin immer wieder zurückgegangen. Ich bin immer wieder zurückgegangen. Ich bin aber, habe mich nur ein einziges Mal bei ihm wieder gemeldet. Die anderen Male kam immer wieder er, wenn er praktisch diese Zufuhr von jemand anderem nicht mehr so bekommen hat, wie er sie gewollt hatte. Ne? Dann ist er immer wieder auf mich zurückgekommen. Aber ich persönlich gemeldet habe mich wirklich nur einmal. Komischerweise, wenn er dann weg war, sagen auch meine Bekannten immer, Kleinen Moment. kein Problem. Eine Schokolade. Ja, frag mal Henry. Kann der eine geben? Also meiner war dann komischerweise, wenn er weg war, ging es mir dann auch erstmal wieder besser. Und dann hatte ich auch nicht so, außer dieses eine Mal, nicht so dieses Gefühl, ich muss mich dann da auch direkt melden. Ja? Also ich wollte das dann auch durchstehen. Ich hatte dann auch auf einmal die Kraft, wirklich zu sagen, ich will das jetzt schaffen. Aber wenn er dann vor mir stand, sind die Lichter ausgegangen und dann bin ich wieder wach geworden. Mama,
Er hat noch mal gesagt, aber ich mach es Ich nicht. komme gleich rein, ja? Ja, ist ja kein Problem. Ich bin sowieso schon über der Zeit, Nicole. Das ist aber kein Problem. Wir können ja noch mal schreiben, auch über das, was du vorhast und so. Wie gesagt, meine Meinung ist, ich würde auf jeden Fall warten, bis du soweit bist, bis du selber, weil ich hatte dieses, das ist wieder diese Impulssache, wo ich das letzte Mal von gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du das Video mit dem Impuls gesehen hast. Nein, leider nicht. Genau, ist in meinem Facebook drin, kannst du schauen auf dieser. Also man soll einfach im Impuls nichts entscheiden. Und ich war auch so, dass ich das am liebsten entschieden hätte, dass ich direkt mit dieser Aufklärungsarbeit anfange. Ich wollte direkt auch schon mit der Aufklärungsarbeit anfangen, als ich in der Beziehung Mama, war. Darf ich rauch eine? Ja. Aber das geht nicht. Also du kannst dich nicht auf beides konzentrieren. Du kannst dich nicht auf dich und diese Aufklärungsarbeit konzentrieren. Also ich hätte das nicht gepackt. Nee, da hast du auch recht. Man muss selber auch erstmal dann auch so weit sein, dass man auch Tipps geben kann. Ne? Genau. Das ist das. Und vor allen Dingen finde ich auch, musst du das ja auch dann vertreten können. Das hätte ich damals ja auch nicht gekonnt. Ja, ja, ich hätte denen zwar was sagen können, aber selber hätte ich noch, habe ich es noch nicht umgesetzt bekommen. Mama. Mama, Mama, ja. Ja, ihr dürft alle Schokolade. Alle. Ja, also das ist einfach was, wo ich sage, auf jeden Fall dranbleiben und auch wirklich in die Tat umsetzen, aber halt wirklich erst, wenn du selber dann auch so weit bist und sagen kannst, ja, ich habe das jetzt gepackt und jetzt kann ich auch für die anderen zur Verfügung stehen, weil da hast du so viel Arbeit erstmal noch mit dir selber zu tun. Also ich im Nachhinein bin ich froh, dass ich erst so spät angefangen habe. Ich habe ja erst im März damit angefangen. Und, aber machst du richtig gut, wirklich. Oh, also ganz toll, ehrlich. Vielen, und vielen, vielen ganz Dank. Danke. Offen und ehrlich und ganz, ganz toll. Also ich ja, hoffe, ich du erreichst einfach viele damit. Ja, und hilfst halt, vielen damit. Weil ich auch so greifbar halt bin. Ne? Also man kann mich ja auch anschreiben und ich mache da keine Videos und blogge dann ab, sondern ich möchte auch kommunizieren und ich möchte auch für jemanden da, also einfach da sein und auch ja, das einfach vorleben, sag ich mal, wie es dann sein kann. Das ist mir auch wichtig. Ja, nicht nur das zu ist sagen auch wichtig. Oder zu lesen. Es geht ja vielen so, dass man nicht weiß, wie geht's weiter? Werde ich immer so denken? Werde ich immer wieder am Boden sein? Und ich habe jetzt einen tollen Spruch gelesen von einer Frau, die sagte, ja, ich lege mich ins Bett und heule und dann bin ich aber durch damit. Das mache ich heute. Und dann geht's weiter. Also ich denke, man darf sich das mal eingestehen, mal, dass es einem nicht gut geht. Aber wenn man immer den Gedanken behält, es geht weiter und es gibt einen Morgen und es gibt Sonne und es gibt wieder Herbst und Winter und Weihnachten. Genau. Dann geht es weiter, nur so. Und das wünsche ich allen. Das wünsche ich mir auch. Genau. Und dir. Und das aber du kommt bist ja schon weiter. Das kommt erst. Und wirklich, hab bitte, bitte, bitte Vertrauen, weil das war bei mir ganz genauso. Und ich habe wirklich nach anderthalb Jahren, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das wird nicht besser. Wie lange soll das jetzt noch bleiben? Und ich bin eines Morgens, ich habe es schon mal erzählt, aufgewacht und habe gedacht, als ich mittags gefahren bin mit dem Auto, habe ich gesagt, ich habe heute noch gar nicht darüber nachgedacht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, boah, irgendwas tut sich. Und das waren so ein paar Tage, wo ich dann nochmal diese tiefe Trauer empfunden habe, dass wirklich diese Abkapselung noch größer wurde. Und dann ist es immer weniger geworden. Dann wurden die Albträume weniger, dann wurden also diese Gedankenspirale konnte ich immer besser unterbrechen und irgendwann hat es aufgehört. Und es ist wirklich weg. Ja, es ist wirklich weg. Und ich verspreche euch, dass es weggeht, wenn ihr euch auch damit halt befasst, ja, und auch wirklich versteht. Ich glaube, ganz, ganz viel geht in diesem Thema nur über Verstehen. Weil ich ja, glaube, wenn stimmt. Ich es nicht verstanden hätte, ganz ehrlich, wenn ich es nicht verstanden hätte, ich würde heute noch kämpfen. Hast du recht. Ja,
Also so empfinde ich das einfach und würde das einfach so gerne an euch weitergeben. Und ich glaube, ja, ich werde alles geben. Ich werde wirklich mein ganzes Herzblut da weiter reinstecken und werde alles stützen, soweit es mir halt möglich ist. Mach das. Ich bin gerne mal wieder live dabei. Ja, da freue ich mich. So machen wir. Ja. Kannst du vielleicht auf Beenden drücken, weil ich habe Angst, wenn ich jetzt auf Beenden gehe, dass ich dann... Muss ich das X drücken? Ja, ich glaube, ja, du musst das X drücken. Dann mach's mal gut, ich drücke dich, ja? Dich auch ja, und tschüss. Danke, dass du live warst. Danke. Ciao. Ach, danke, dass wir geredet haben. Sehr gerne und schreib ruhig, gell? Du darfst jederzeit schreiben. Das mache ich. So, jetzt muss ich gleich auf mein Gerät. Ich möchte euch nur noch was sagen. Also, ihr wisst ja wegen der Aufklärungsarbeit, es hat sich bei mir was ganz, ganz wahnsinnig Tolles ergeben. Ich kann es jetzt noch mal sagen. Ich werde, wie ich es ja das letzte Mal schon gesagt habe, vor einigen Richterbeständen einen Vortrag halten über Narzissmus und werde das Thema da noch mal ganz innig eingehen, werde noch mal mit Menschen zu tun haben, die mit Personen arbeiten, wo es einfach darauf ankommt, die Familien zu unterstützen. Und am Freitag werde ich mit RTL zusammenarbeiten und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Es wird auch ein ganz, ganz großes Thema werden. Es wird auch eine lange Serie werden. Für mich ist das der Wahnsinn, weil da noch viele kleine Details kommen. Die darf ich aber noch nicht preisgeben, weil RTL das noch nicht genehmigt hat. Aber ich kann euch versprechen, dass ich denke, dass wir damit noch viel mehr Menschen erreichen werden. Und es hat mir ganz doll Spaß gemacht heute Abend mit euch zusammen. Und ich danke euch einfach allen für eure Offenheit und dass ihr mich so annehmt, wie ich bin. Und ihr dürft mir jederzeit schreiben, ihr wisst es, ich habe es euch gesagt, es dauert manchmal ein bisschen, bis ich antworten kann, aber ich werde mir für jeden Einzelnen Zeit nehmen und für jeden Einzelnen auch versuchen, alles so adäquat wie möglich zu antworten. Und gerne sind ja. Und ich kann euch nur bitten, wenn ihr Menschen habt, die in dieser Situation sind, wo ihr denkt, ihr habt ein ungutes Gefühl, könnt ihr ja vielleicht mal die Seite empfehlen, einfach, dass das Ganze ein bisschen einen größeren Raum bekommt. Wie gesagt, ich verdiene ja damit kein Geld oder Ähnliches, auch nicht für meine Likes oder für irgendwelche Aufrufe. Ich mache das einfach, weil es mir am Herzen liegt, dass es Menschen nicht so lange aushalten müssen, wie ich es ausgehalten habe. Und das ist das Einzige, was mich antreibt, und ich möchte auch, dass es dabei bleibt, und ich werde das machen, weil es meine Herzensangelegenheit ist, und deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr Menschen kennt, die es betrifft, dass ihr es einfach weitergebt. Das würde mich am meisten freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und lieben, lieben Dank für alle eure Kommentare, und ich hoffe, dass nächste Woche wieder jemand mit mir zusammen live geht. Vielleicht traut sich mal jemand von euch. Besonders meine alten Hasen, mit denen ich noch nie live gewesen bin. Schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben.